Jo Leute, ich bin mega angepisst und ich erkläre euch jetzt mal ganz schnell, warum. Gestern Abend streamte ich das erste Mal Chatroulette live. Es waren knapp 4 Stunden Stream und wir hatten so viele Zuschauer wie lange nicht. Ich habe in der kurzen Zeit so viele Menschen kennengelernt. Talentierte Leute wie den Basketballer oder den Kerl, der auf seinem Klavier diverse Gaming-Medleys gespielt hat. Bis zu einem zum Schießen lustigen 10-jährigen Typen, der versucht hat, meinen Kanalnamen über Xbox einzugeben. Und das hat einfach 3 Jahre gedauert. Und mein persönliches Highlight, der DSDS-Sänger, der nicht ganz so gut gesungen hat, wie er es eigentlich angegeben hat. Oh Mann, war das witzig, ey. Und es waren einfach noch Dutzende mehr von diesen genialen Leuten, die ich kennengelernt habe. Kurz nach dem Stream ist mir aber das Dümmste passiert, was mir wahrscheinlich seit dem Zelda 87-Stunden-Stream passiert ist. Ich habe diesen Stream aus Versehen gelöscht. Ihr habt keine Ahnung, wie sauer ich verdammt nochmal auf mich selbst bin, dass mir das passiert ist. Und wie sehr ich mich eigentlich darauf gefreut habe, das Video heute zu schneiden und auch hochzuladen. Damit es auch die anderen Leute sehen können, die nicht gestern im Livestream dabei waren. Ich kann mich also nur entschuldigen und euch versprechen, dass ich in Zukunft öfter sowas mache und es dann nicht lösche. Das Ding ist, auf Twitch sowie auf YouTube, denn ich habe ja auf beiden Plattformen gleichzeitig gestreamt, wie die meisten wissen, ist es ja so, dass man das nicht so einfach löschen kann. Das muss man ja noch bestätigen. Das Ding ist aber, dass ich dachte, ich hätte auf meinem Computer eine Datei davon gespeichert, die automatisch von OBS gespeichert wird, welches das Programm ist, was mir ermöglicht, Sachen aufzunehmen und zu streamen und dann auf Plattformen wie Twitch oder YouTube zu verteilen. Aber leider war das Häkchen für Aufnahmespeichern nicht drin. Also meine eigene Dummheit. Falls irgendwer von euch diverse Aufnahmen vom gestrigen Stream hat, bitte schreibt mir unbedingt. Ansonsten kann ich euch nur darum bitten, einfach für die anderen, die es nicht gesehen haben, mal in die Kommentare reinzuschreiben, was für euch der geilste Moment im gestrigen Stream war und was ihr euch vielleicht für die nächsten Runden Chatroulette wünscht von mir. Ja, ich mache mich jetzt zum Weihnachtsessen. Ich versuche, den Schmerz mit Frustessen zu bekämpfen. Und wie ihr seht im Hintergrund, ich bin noch im Moment auf Arbeit, aber die werde ich jetzt in wenigen Sekunden verlassen. Ich kann mich nur noch mal entschuldigen und hoffe, dass mir die Leute, die ich gestern kennengelernt habe und die sich so drauf gefreut haben, sich heute in dem Video zu sehen, dass ihr mir verzeihen könnt. Ich werde euch hoffentlich noch mal wiedersehen bei Chatroulette und ich hoffe, ich kann es mit den anderen Videos wieder gut machen. Schönen Sonntag, Leute, und genießt den ersten Advent.